Liebe Freunde der Technik, guten Tag. Der Robert hat mich heute eingeladen, weil wir haben das Nokia 3310 hier und ich war gerade mit dem Robert draußen. Wir haben so ein bisschen was aufgenommen, zeigen wir euch später. Aber die erste Frage, die ich heute stellen muss, Robert, du bist der Profi. Dieser ganze Hype rund um das Nokia, was soll das? Ja. Woher kommt das? Und das ist das Nokia 3310, das wurde in Barcelona vorgestellt und die haben da alle großen Geräte vorgestellt, aber dieses Gerät, was jeden hätten hältst, das Nokia 3310, das hat einfach den absoluten Hype ausgelöst und das auch irgendwie, ja, Technik weckt selten Emotionen. Ne? Mittlerweile rennen wir alle mit dem Smartphone rum und nutzen es einfach. Das Leben dort drin, das weckt Emotionen. Okay. Aber dieses Gerät hier ist ja der Nachfolger sozusagen vom Nokia 3310, also von dem Gerät, was 2000 rauskam. Ich meine, da waren viele noch deutlich jünger, auch du. So, und auch du, ja. Und das weckt halt einfach Emotionen. Das erweckt Erinnerungen an früher. Früher konnte man damit Bier aufmachen, das sehen wir vielleicht gleich noch, oder auch Fanta. Man konnte damit Spiele spielen, also man konnte so viele Sachen machen. Also würde ich sagen, der Hype ist halt einfach, ist aus der Nostalgie geschuldet. Genau, Nostalgie. Ich meine, wir alle kennen die Internet-Memes davon. Natürlich. Das Witzige ist, hier gab es ja auch ein Meme zu. Ja. Und ja, aber jetzt, okay, Hype haben wir geklärt, aber was kann's? Kann ich jetzt, denke mal, mehr als telefonieren. Ja, also telefonieren ist natürlich einfach das Kerngeschäft von dem Nokia 3310. Ich kann aber damit sogar ins Internet gehen. Das ist, Internet. Ja, also das glaubt man gar nicht. Mit Edge-Verbindung, ganz normal über das Datenvolumen. Fotos kann ich machen, natürlich. Kann auch machen, Kameras auch. Gucken wir uns gleich nochmal an, wie die Fotos denn aussehen im Vergleich mit dem S8 Plus zum Beispiel. Ja, ich kann damit natürlich Snake spielen. Das ist eigentlich der Klassiker schlechthin. Ich kann damit sogar Apps installieren. Also müsst ihr euch wirklich vorstellen, wir haben hier den, ich zeige euch das mal, wir haben hier den Opera Mobile Store, der öffnet dann eine Webseite und dort kann ich einfach Spiele runterladen. Also das kann ich zum Beispiel machen. Also eigentlich wie ein normales Smartphone, genau. Aber für 60 Euro. Für 60 Euro, technisch natürlich deutlich schlechter und ich habe zum Beispiel kein WhatsApp drauf. Das geht leider nicht. Aber ich könnte theoretisch meine Mails checken. Ich kann damit meinen Bluetooth-Kopfhörer anschließen, weil da Bluetooth drin ist. Und ja, eigentlich kann ich damit alles machen, was ich auch sonst mit meinem Smartphone machen kann, außer ich kann keine Mails checken. Und das macht das eigentlich so prädestiniert dazu. Es kostet A nicht so viel, wir haben es gesagt, es kostet 60 Euro. Außer du kannst deine Mails nicht checken oder du kannst sie checken? Nein, du kannst deine Mails nicht checken. So, und das ist einfach das Coole, dass du am Wochenende einfach mal sagst, okay, ich stecke die SIM-Karte hier rein und ihr könnt mich einfach mal alle in Ruhe lassen, wenn es um Arbeitsmails geht. Genau, weil du nur geht, telefonieren willst. Weil ich nur telefonieren will und dann bin ich erreichbar. Aber wie habt ihr das denn getestet? Du sagst, ihr wart damit im Labor. Wie sieht denn so ein Labortest überhaupt aus? Ja, also normalerweise, ihr seht es ja hier, wir haben hier das BlackBerry Key One, wir haben hier das Galaxy S8 Plus, wir haben hier das iPhone 7. Das sind alles Top-Smartphones, die gerade erst im Labor waren. Mhm. Und was passiert da? Ja, da machen wir alles an Tests. Da machen wir Strahlungstests, wir machen Kameratests, wir machen Leistungstests, wir schrauben sogar, oder wenn die Geräte verklebt sind oder aus Aluminium bestehen, machen wir sie auseinander und messen die Spannung direkt einfach an der Platine und können so genau die Akkulaufzeit messen. Das ist bei dem Nokia aber auch passiert. Bei dem Nokia 3310 ist natürlich alles anders. Das ist ein Oldschool-Gerät, so wie ja, die Geräte früherer Tage. Und dort haben wir vor allen Dingen eins gemacht, wir haben einfach die Akkulaufzeit gemessen. Und die, muss ich sagen, hat uns wirklich überrascht. Wir kommen hier auf 34 Tage Standby. Nokia selbst sagt, der steht ja hier noch auf der Verpackung drauf. Wir hatten im Ursprung gesagt 31. Ich weiß, aber Christian hätte gesagt 31 und im Test hat sich dann 34. Genau, also wir haben herausgefunden im Test, dass drei Tage noch zusätzlich dabei sind. Das heißt, Nokia hat sogar untertrieben. Das heißt, wenn das Gerät wirklich kaum genutzt wird, so in der Schublade liegt, wie das damals ja auch der Fall war. Ich meine, wenn man das aus der Schublade geholt hat nach drei Jahren, dann hatte das immer noch. War es immer noch halb voll. Halb voll, genau. Das ist der Klassiker. So, das ist bei dem Gerät auch fast möglich. Also 34 Tage Standby-Zeit sind stark. Sprechzeit 16 Stunden. Okay. Ja, das ist ein guter Wert. Man muss aber auch sagen, zum Beispiel, dass das Galaxy S8 Plus auf 23 Stunden kommt. Reine Sprechzeit. Gut, natürlich telefoniert. Kostet ja auch mehr. Ja, es kostet mehr und es telefoniert aber keiner 23 Stunden am Stück. Es sei denn frisch Verliebte, so wie wir beide früher immer. Und ja, das war noch schön. Das war noch Zeit. Naja, auf jeden Fall muss man sagen, dass einfach aber auch da die dreifache Akkukapazität drin ist. Und wenn man überlegt, dass ich hiermit wirklich echt lange erreichbar bin, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass ich hier gleich den Saft verliere, dann ist das schon Gold wert. Und das muss ich noch ganz kurz sagen, es hat einen Micro-USB-Anschluss und damit kann ich so eine Powerbank anschließen. Ah, cool. Das finde ich ganz cool. Also im Grunde kannst du es auch als Powerbank benutzen. Ja. Theoretisch oder wie? Ja, nö. Das nicht. Das geht nicht. Das wäre es halt auch noch. Genau. Aber du hörst dich begeistert an. Wirst du dir eins kaufen? Ich werde mir tatsächlich eins kaufen, genau aus diesen Gründen, einfach am Wochenende abzuschalten. Ja, und also ich habe euch die Funktion gezeigt. Ihr seht auch jetzt im Video, was wir einfach damit gemacht haben. Ich meine, wir sind auf dem Trampolin gesprungen. Ja. Wir haben Schnelltippen gemacht und gut, beim Schnelltippen hast du ja gemerkt, ne, da hat einfach das S8 Plus einfach gewonnen, weil ich das einfach mittlerweile so im Fleisch und Blut habe. Wobei, den René hast du gesehen. Der René von uns, der hat dann nämlich auch auf dem Nokia noch mal Schnelltippen gemacht und da haben wir aber alle mit den Ohren geschlackert. René, wie viel war das? 10 Sekunden 30, ne?
Den Testsatz in 10 Sekunden 30. Mit T9. Und das haben wir extra ausgestellt im Test. Ihr seht das jetzt gerade im Video. Wir haben einfach mal das BlackBerry Key One, das Galaxy S8 Plus und das Nokia 3310 im Schnelltippen. Was heißt, hier waren 42 Sekunden, das war jetzt nicht so schnell, gegeneinander antreten lassen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also was ich hier euch ja noch unbedingt zeigen wollte, ist natürlich die Möglichkeit, dass wir hier Musik auch abspielen können, sei es über die Speicherkarte. Ich mache das mal ganz kurz auf. Das habe ich ja früher geliebt, muss ich sagen. Weil ganz kurz, das müssen wir auch machen. Schau mal, wir konnten das damals auch schon aufklappen. Damals war es nur alles ein bisschen viel, viel dicker, wie du siehst. Schau dir mal die Seiten an. Ich kann den Akku hier weiterhin rausmachen. Ich habe jetzt hier aber neuerdings Platz für eine Speicherkarte, die ist hier drin. Ne? Das ist eine handelsübliche MicroSD, 32 GB passen da maximal rein. Damit kann ich eigentlich meine ganze Musiksammlung mitnehmen. Und was ich richtig cool finde, was ich auch nicht gedacht hätte, dort ist Bluetooth drin. Das heißt, ich kann also meine Bluetooth-Kopfhörer einfach nutzen oder Bluetooth-Lautsprecher und kann einfach über das Billiggerät am Badesee oder im Teich oder sowas alles Mögliche damit Musik hören. Ihr habt auch gesehen, wasserdicht ist es nicht. Ne? Das ist es nicht, das haben wir ausprobiert. Nee, besser nicht. Aber ich meine, wo wir es jetzt hier haben, Robert, was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach zum Abschluss nochmal eine Snake spielen? Snake. Machen wir. Ich spiele hier. Ja, ne, im Grunde genommen, ihr wisst alles, haben wir schon eine Testnote dafür, Robert? Dafür wird es keine Testnote geben, weil es ist einfach in Nostalgie ging. Also für mich ist es ein gutes Gerät, ein gutes Feature-Phone. Wenn ihr zum Beispiel ein iPhone habt oder auch ein Android-Gerät eurer Wahl und einfach möchtet, dass das nicht unbedingt kaputt geht, wenn es mal runterfällt, wird es ja schnell teuer, dann kauft euch einfach ein Feature-Phone. Da gibt es natürlich auch 10-Euro-Teile oder 15-Euro-Teile, hat Kameramann Christoph selbst auch. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, er nickt gerade, das seht ihr jetzt nicht, es gibt aber auch die Möglichkeit, halt einfach so ein bisschen diesen Retro-Flair, dieses Oldschool-Gefühl mitzunehmen. Und klar hätte man das Gerät auch noch ein bisschen billiger machen können, aber ich meine, Farbdisplay, Snake, ihr seht es jetzt hier gerade. Nee, das zeige ich euch nicht. Ich spiele es gerade. Okay, ich spiele jetzt auch. Aber erschreckt euch nicht, Snake heißt auf dem Nokia 3310 Schlange. So. Ich würde sagen, das sind auch die perfekten Abschlussworte. Wir spielen jetzt noch eine Runde und wie gesagt, Nostalgie ist eigentlich immer unbezahlbar. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.